Der dritte Grundpfeiler des Islam ist das Fasten. Viele Menschen haben kein Wissen von der Wahrhaftigkeit des Fastens im Monat Ramadan. Es ist doch so, dass jemand, der ein bestimmtes Land oder ein bestimmtes Gebiet nicht selbst besucht und mit eigenen Augen gesehen hat, nicht wirklich über die Zustände an diesem Ort Bescheid weiß.